Wie versprochen, in dem Part geht es hier an der Stelle weiter. Aber geheilt. Und ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Also ich sag, wenn es hier keinen Encounter gibt, dann schade drum, aber dann ist es so. Ich glaube nicht, dass ich da vorbeikomme, oder? Nee, 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 nie und nimmer. Doch, hoch. Okay, so viel zu nie und nimmer. Das ist interessant. Und ich sage, es hilft mir jetzt schon ein bisschen, dass es hier keine Encounter gibt, weil ansonsten wäre ich jetzt bestimmt schon 15 Encountern begegnet, von denen ich einen hätte fangen können. Und der Rest hätte mich halt einfach nur genervt. Wobei ich Schutze gehabt hätte und generell, ich werde auch nie mich über einen Encounter beschweren. Weil im Endeffekt ist es halt immer mindestens, zumindest mal ein Sackfodder. Also ich werde mich nie über einen Mon beschweren, dass ich fangen kann. Wenn jetzt ein Mon irgendwie auftaucht und mein komplettes Team zerfetzt, dann werde ich mich schon drüber beschweren. Hier ist die. Und dafür habe ich jetzt. Wow. Da kann ich den Weg zurück jetzt auch ein bisschen speeden. Hier was. Okay, gut. Dann gibt es ja für mich eigentlich nur noch einen Weg zu gehen, und zwar den nach da unten. Richtig. Hello and welcome to the Helios Department Store. We sell all sorts of items. This floor for the... Tell you about... Wie sieht's denn mit dem Basement aus? Erzählst du mir was darüber? No, the basement is completely off limits. Absolutely nobody's down there. There's only storage down there. There's no hole that leads down to the sewers and to a black market underneath the city in the basement. Hashtag unauffällig? It's absolutely forbidden. Und warum hält die mich denn nicht auf, wenn ich da runtergehe? Mit der Begründung, ja, nee, da unten ist es gefährlich und du darfst da nicht rein. Sondern sagt einfach, als ob es da drin was geben würde. Ich glaube, ich trainiere hier unten mal, Lüssern, bis ich ja nicht meine Black Slut kann, die sich hier jedes Mal wieder hochhalten. Und die sollten auch nicht allzu viel gegen mich können. Und ich werde Lüsse jetzt auch auf jeden Fall nicht mehr unterschätzen, also. Die hat mich halt komplett gerettet. Ohne die hätte ich jetzt an der Stelle quasi das komplette Let's Play beenden können. Eigentlich schon fast. Damit habe ich kein Problem, weil es halt nur ein klein wenig Schaden ist. Ich wollte eigentlich. Was? Danke. Okay, gut, ich kann das Teil anscheinend nicht ansprechen. Los am Käfer. Danke. Beziehungsweise aber nicht auf
das man, sondern Psybeam auf Trubbish, weil es auf Trubbish mehr Schaden macht, weil es da mal echt gute spezielle Defensive hat, was man eigentlich gar nicht so erwarten würde. Ja, okay, gut, dann hat es keiner großen Unterschied gemacht. Schade. Oh ne, kein Toxic. Oder wenn dann Miss, dann Miss. Kein Toxic. Okay, mit Sludge-Pump bin ich fein. Ich hasse es, wenn die Wied so viele große, so verzweigt ist. Boah. Wow. 6 KP, das ist mehr als ich erwartet hätte. Das hat quasi nur bedeutet, dass ich mich nur um einen KP hochgeheilt habe in diesem Kampf. Mit dem Black Snatch. Ich war gerade kurz am Überlegen, ob ich eventuell einfach einen Putz einsetzen soll. Aber im Endeffekt bekomme ich hier meine EP für Lysa. Und EP auf Lysa werden wichtig. Gegen Käfer, gegen Unlicht. Deswegen dann nehme ich das dann eben halt auch in Kauf, dass es ein bisschen länger dauert. Wenn ich dafür dann eventuell das Spiel gewinnen kann. Einfach immer nach links gehen. Dann läuft man wenigstens nicht im Kreis. Da fängt man endlich epische Musik an zu spielen und dann muss man den Counter das einfach hauen. Ja, aber ich liebe die Musik von diesem kompletten Spiel einfach immer noch. Hey, Lysa ist schon fast Level 40. Nur noch 3-4 Encounter. Und das war's mit dem. Ich kann mich nicht mehr verlaufen. Oh! Zur Flöte? Oh. Seaflare. Shame on. Wow. Und ich dachte, das wäre irgendwie, da wäre irgendwas Geheimes.
Schwarzmarkt? Oh, cool. Ja, Link. Respekt, merke das Creepiest-Hack. I'm glad you found your way down here, too. From what I've heard, one of the cults has a hideout that in here that leads directly into the Dread Tower. Let's try to sneak through, but we need to hurry. He could get attacked any minute. Was ist das? Oh, das ist das Blut. Ja, GG. It's a bit dangerous down here, kid. I wouldn't linger too long. Just get what you need and go. Und was machst du denn hier? My name is Witch Doctor. I have a special powder that allows Pokemon to make contact with another world. I'll let you use it for free if you'd like. Ich hab Angst. Also im ersten Moment wäre es wahrscheinlich am wenigsten schlimm, wenn Lyssa irgendwie. Wenn Lyssa irgendwas passiert, aber. Es wäre halt trotzdem nicht schön. I don't think my powder will work on this Pokémon. Try a different one instead. Dann probiere ich mal. Keine Ahnung. Vielleicht weil es ein Käfermon ist oder weil es. Keine Ahnung. Pepper? So kann ich Pokémon evolvieren. Was auch immer. So, das ist. Oh, das ist gut. Das ist gut. Evolution für Kaitara. Oh, sieht das cool aus. Da, da, da. Ich darf wie nie wieder auf der offiziellen Seite von Pokémon Insurgents nach einem Bild für Mons suchen. I reacted to my power perfectly. Congratulations. Come back if you need my services again. Ich darf nie wieder tatsächlich mit einem auf der offiziellen Seite nachschauen. Ich habe nämlich gesehen, dass dieses Delta Golem potenziell noch als Fähigkeiten gehabt hat, der Regenerator. Das ist jetzt irgendwie gruselig, dieses blaue Leckmann. Regenerator oder Magic Bounce hätte haben können. Also klar, selbst war es auch gut, aber es ist halt. It's so dark down here, I'm worried I'll get pale without any natural light. Es ist halt echt einfach nur traurig, wenn man sich das so anguckt. Dass ich noch so coole andere Fähigkeiten hätte haben können. Klar, es ist auch noch gut, aber es ist halt. Greetings, I'm the Move Master. I can create a custom move for you and your Pokémon. Custom moves are illegal now, unfortunately, which is why I had to move down here. I don't want to get caught, so I won't make any more than one you here. You can change it and teach it to however many Pokémon you want, though. It'll always be physical and you can't use it online. If you're ready to make your own move, let me know. Okay, hört sich interessant an, aber. Irgendwie auch sehr krass und danke fürs Fluchtzeug. Aber der Move Master ist irgendwie seltsam, macht mir Angst. I'm a super smart computer hacker. If you want me to, I can hack your computer's Pokemon storage system to increase its space. It costs a small fee, of course. How about 2000 for every added box? So, well, let me just. Carry the two, done. You now have one additional box in your PC. Gut, dann mache ich mir jetzt gerade 5 Boxen. Das war Box Nummer 2, also noch 3. Das ist Box Nummer 3, also noch 2. Box Nummer 2, also noch 1. Box Nummer 4, also noch 1. Und letzte Box. Also ich glaube, da beschwert sich jetzt niemand drüber, dass ich das jetzt ein bisschen gespeedet habe. Das war der Move Master. Ich will nicht irgendein
Scheiß-Move aus Versehen machen. Ich habe da absolut keinen Bock, dass ich meine einzige Möglichkeit darauf verschwende. Das werde ich ja jetzt wahrscheinlich nie verwenden und werde einfach nur weiter hier beim Blut sein. Ach, Gott sei Dank. Okay. I've got some junk too. Moo Milk. Ja, für das kann ich mir mal 10 mitnehmen. Ja, yeah, thank you. Leid, boah, ich habe kein Pikachu, ich werde auch hoffentlich nie eins bekommen. Ich mag Pikachu nicht. Der Rest ist auch eher so mäßig, zumindest zur Zeit. I've got some junk. some junk? Das ist für mich kein Junk. Aber ich nehme davon tatsächlich auch nur einen mit. Ist es einfach komplett random? Weil, da nehme ich die gerne für mit. Aber den Rest brauche ich zurzeit nicht. Ich will meine Mons nicht unbedingt weniger, nicht unbedingt lieb machen, dass sie mich weniger lieb haben. Skullfossil? Ein Fossil kann ich zum Encounter machen, würde ich sagen, aber halt nur eins. Das bedeutet auch kein Armefossil für mich. Okay, gut, dann. Betting is a huge deal in the black market. It's technically not allowed above ground, so people try and make some cash here. It's not exactly a fight to the paint here, though. But a fight to the death. Granber, fight back. Dang it, I bet good money on your dear and friends. Come on, Granber, I think you're better than this. If you want food, you better win. Yeah, kill him, my Tiana. Go, my Tiana. Now, make them paint? Hilfe. Okay, gut, dann gibt es an der Stelle aber einen kurzen Cut, weil ich noch was machen muss. Das bedeutet, man sieht sich, also ihr werdet mich gleich wiedersehen. Für mich dauert es noch ein bisschen länger. Ja, gut. Für mich ist jetzt gut eine Stunde vergangen. Bisschen mehr sogar. Gut anderthalb. Was ist das für ein Gerät? Das ist interessant. Oh, hey, Damien. Who's that? It's Leandro is off limits. Wow, it's you. Link, you were the kid from the sun-touched gym, weren't you? What do you want? Are you here to avenge your gym leader friend? Probably not. You... Ken, hold on a minute. Sir? I suppose you two don't remember me, huh? War das nicht der Typ, der uns am Anfang die Delta-Pokémon hingelegt hat? My name is Ryokuo. I'm the leader of the Perfection Cup. Bin ich nicht gut? Also, nee, bin ich nicht, aber trotzdem. We've met each other in Telno Town, back in Sylvan's lab. Remember the Delta species Pokémon I offered you? I'm glad you chose to travel with one. Every Pokémon deserves to adventure with a trainer. You are on private property. I'm forced to ask you to leave. We are busy right now, and we really can't be distracted. Doctor, I don't much care for you two myself, and if I had it my way, I'd get rid of you two immediately. As a favor to my old colleague, Professor Sylvan, I'd rather do this the easy way. Well, we don't really want to interfere with anything. We just want to get through. We have the rules away and the gate door from here. We need to see the other. And why do you two want to do that? Because this guy is coming from. He's big trouble. Is he now? Tell me, why should I help save him? I'm a cultist, Damien. More than that, I'm a cult leader. Yen's been after me for ages. Why wouldn't I want him out of the way? I don't know, I just thought he would...
Actually, I take that back. Let's strike a deal. I have a little project you can help me with. Lass mich raten, wir sollen jetzt irgendeinen Legi für die holen. Genau. To be honest, we are not really a cult. There are legendary Pokémon we'd like, certainly, but none that we worship. Our group was founded in the pursuit of a single goal. Perfect. A truly perfect Pokémon. One that is undefeatable, inconquerable. One with no counters and no move or strategy can stop. All of our plans have been centered around this vision. Delta Pokémon. We thought certain Pokémon might be stronger with different types, different moves. Now we're trying something else. In the Kalos region, a new battle technique was discovered. It's become common practice now, but how it works is still a mystery to scientists today. This is called Mega Evolution. We need to understand it completely. That way, we can use it for our own purposes. Teen has a Pokémon with a Mega Stone on this team right now. We want data. If you battle against Teen, we can analyze how well his Mega Evolution does in battle and how it can be improved.